nun, Prinzessin Holly? Welchen Namen trägt diese Blume? Das ist kinderleicht, Nanny. Sie heißt Gänseblümchen. Ja, ja. Ein Elf mag sie Gänseblümchen nennen. Doch eine Feenprinzessin nennt sie lateinisch Bellis Perennis. Bellis Perennis. Korrekt. Weiter, wie wird dieses Hasenglöckchen genannt? Hasenglöckchen? Oh, nein, nein, nein. Eine Feenprinzessin nennt es lateinisch Hyacinthoides non scripta. Oh, Nanny, Naturkunde ist so langweilig. Wozu soll ich bloß die schweren, umständlichen Namen der Blumen lernen? Das gehört zu den Dingen, die eine Feenprinzessin wissen sollte. Manchmal wäre ich am liebsten gar keine Feenprinzessin. Hallo, Holly. Hallo, Ben. Wo willst du denn hin? Ich will in die Elfenschule. Oh, was lernt ihr so in der Elfenschule? Wir lernen, wie man Spielzeug herstellt. Das klingt spannend. Ist es auch. Elfen basteln sehr gern Spielzeug. Und ich bin ein Elf. Ich will auch Spielzeug basteln können. Nanny, darf ich mit Ben die Elfenschule besuchen? Du bist keine Elfe, sondern eine königliche Feenprinzessin. Oh, bitte, Nanny Plum. Bitte, Nanny Plum. Erlauben Sie es ihr. Oh, na schön. Hurra! Ich begleite dich jedoch, um sicherzugehen, dass du nicht irgendwas anstellst. Ja, gern. Beeilen wir uns, sonst kommen wir noch zu spät zum Unterricht. Wir gehen in die Elfenschule, wir gehen in die Elfenschule. Wir gehen in die Elfenschule. Hallo, Nanny Plum. Was ist denn, Ben? Ich habe keine Zeit für Elfen ans Tor zu gehen. Kann Holly zum Spielen rauskommen? Ich fürchte, Prinzessin Holly ist zu beschäftigt für... Hallo, Ben! Hallo, Holly. Sieh mal, meine neue Uhr. Ist das eine richtige Uhr? Ja, du kannst sie ticken hören. Oh ja! Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Noch nicht, aber die Uhrzeiten sollen wir heute in der Elfenschule lernen. Ja, und ich glaube, du willst nicht zu spät kommen. Ich bin ein Elf. Elfen kommen nie zu spät. Mach's gut, Holly. Mach's gut, Ben. Ich würde auch gern so eine Uhr haben. Warum denn bloß, Prinzessin Holly? Wenn ich eine Uhr hätte, wüsste ich, wie spät es ist. Wir Feen brauchen gar keine Uhren. Wir wissen auf andere Weise, wie spät es ist. Wie zum Beispiel, Nanny? Wir haben Pusteblumenuhren. Hier ist eine schöne. Wie kann denn eine Pusteblume die Zeit anzeigen? Wir zählen, wie oft man pusten muss, bis alles weggepustet ist. Sieh her. Eins. Zwei. Drei. Es waren drei Puster. Das bedeutet 3 Uhr. Das versuche ich auch. Eins. Das bedeutet 1 Uhr. Oh, und ist es jetzt wirklich 1 Uhr? Oh nein, nein. Es ist nur ein Spiel. Aber Ben lernt heute richtig, wie man die Zeit ablesen kann. Darf ich auch in den Unterricht gehen? Ach, na schön. Ich bin aber sicher, es macht nicht viel Spaß. Mal sehen, ob auch alle da sind. Holly, Violet, Rosi und Romy. Gut, jetzt fasst euch an den Händen. Ich will ja auf dem Weg in den Wald keinen von euch verlieren. Nanny Plum, müssen wir denn unbedingt heute Naturkundeunterricht machen? Das ist so langweilig. Ja, es ist doch nichts weiter, als dass wir die Namen der Bäume lernen. Und die Pilznamen. Und die der Frösche. Na, na, Kinder. Jede junge Fee muss die Namen der Bäume und Pilze kennen. Und der Frösche? Und der Frösche. Über uns seht ihr ein hübsches Exemplar einer Beifußblume. Ben, Barnaby, Jake und Lissy. Gut, heute haben wir Naturkundeunterricht. Folgt mir. Entschuldigung, weiser alter Elf. Wozu brauchen wir überhaupt Naturkundeunterricht? Der Grund ist, Ben, dass es wichtig
für jeden jungen Elf ist, alles über die Natur zu wissen. Wer kann mir denn jetzt sagen, was das ist? Ist es in irgendeiner Form eine Pflanze? Eine Wiesendistel ist die korrekte Antwort. Oh, weiter. Wie ist der Name dieser Blume? Oh, wir treffen auf eine Gruppe von Elfen. Guten Tag, Nanny Plum. Hallo, weiser alter Elf. Hallo, Ben. Hallo, Holly. Wir haben Naturkundeunterricht. Ja, wir auch. Lernen wir doch zusammen. Ja! Ich bin nicht ganz sicher, ob das geht. Ich auch nicht. Der Elfen- und der Feen-Naturkundeunterricht unterscheiden sich doch erheblich voneinander. Wir lernen die Namen der Pflanzen und sowas. Und wir auch. Hallo, Holly. Hallo, Nanny Plum. Hallo, Barnaby. Hallo, Ben. Etwas wahnsinnig Aufregendes wird heute noch passieren. Was denn? Mein Onkel Rotbart kehrt von großer Fahrt auf den Weltmeeren zurück. Er ist ein Elfenpirat. Wow, ein Pirat. Wir wollen ihn am Flussufer begrüßen. Hast du vielleicht Lust mitzukommen? Nanny Plum, können wir den Elfenpiraten nicht auch treffen? Ja, natürlich. Hallo, Dad. Oh, hallo, Barnaby. Ist Onkel Rotbart hier? Da kommt er gerade. Yo, ho, ho! Wow! Anker geworfen! Donner, Dorian, Blitz! Wenn das nicht mein Lieblingsneffe Barnaby ist! Das sind meine Freunde, Ben und Holly. Hallo, Pirat Rotbart. Hoho, ich bin erfreut, ihr Landratten. Und ich bin Nanny Plum. Ah, Plum, klingt entzückend, alles was recht ist. Es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen, meine Schöne. Oh. Und ich bin Rotbart, der Elfenpirat. Hallo, Fred. Hallo, Nigel. Onkel. Was ist denn das so für ein Leben, wenn du als Pirat auf See bist? Ein außergewöhnliches Leben für einen Elf. Tagelang habe ich auf das Meer gestarrt und nach Schiffen Ausschau gehalten. Niemand hat mir Gesellschaft geleistet, außer Polly. Polly? Ja, mein treuer Papagei. Das ist Polly. Oh! Setz die Segel! Sie allein war meine Gefährtin, als wir durch die endlosen Weiten der Weltmeere segelten. Setz die Segel! Die Gespräche müssen etwas einseitig gewesen sein. Setz die Segel! Da wären wir, das Schloss von König und Königin Marigold. Was für ein grauenhaftes Gebäude. Dermaßen geschmacklos. Das ist ja wunderschön. Ein tolles Schloss. Hallo und willkommen. Holly, du erinnerst dich doch noch an König und Königin Marigold? Hallo, Prinzessin Holly. Hallo, und das ist mein bester Freund, Ben. Den habt ihr auch schon mal getroffen. Natürlich, der charmante kleine Kobold. Ich bin doch kein Kobold. Ich bin ein Elf. Oh, ein Elf? Wie exotisch. Ihr hattet hoffentlich eine angenehme Reise. Es muss ja für euch so reizvoll sein, euer winziges Königreich einen Tag lang hinter euch zu lassen. Sagt uns offen und ehrlich, was ihr von unserem Designerschloss haltet. Ehrlich gesagt, das sieht aus wie ein Komplett. Es ist wirklich klasse. Ich wünschte, wir würden auch so ein wunderschönes Schloss haben, Mami. Bevor wir es total auf Plastik umgebaut haben, bestand es aus Stein. Stellt euch vor, wie primitiv. Unser Schloss ist auch aus Stein gebaut. Also ihr wohnt traditionsbewusst in einem altmodischen Schloss. Das muss ziemlich, wie soll ich sagen, unkomfortabel sein. Nein, eigentlich nicht. Oh, ihr habt euren Marienkäfer mitgebracht. Runter, Gaston, runter! Das bedeutet, er mag euch. Da bin ich ja begeistert. Gehen wir doch hinein. Wir machen mit euch eine Besichtigungstour. Darf Gaston dahin auch mitkommen? Gern, sofern er sich die Füße abtritt. Ja, würdet ihr euch bitte alle die Füße abtreten? Und bitte auch nichts da drin berühren, ja? Ich wäre euch verbunden, wenn ihr nicht allzu stark atmen würdet. Wir haben eine Fülle von Kostbarkeiten. Fang ihn, Gaston! Nun du, Ben! Nun du, Holly! Jetzt du,
Wer bist du denn? Das ist eine Raupe. Hallo. Ben, kannst du die Raupensprache sprechen? Nicht wirklich. Es klingt, als ob sie sagt Betty. Hallo, Betty. Wir spielen mit unseren Freunden. Gaston, dem Marienkäfer, und Bobby Bee. Möchtest du mitspielen bei uns? Das bedeutet wohl ja. Machen wir einen Wettlauf. Wer am schnellsten über die Wiese laufen kann, ist der Gewinner. Gilt auch Fliegen? Kein Fliegen und keine Zauberei. Na schön. Achtung. Fertig. Los! Wow! Hat Betty ein Tempo drauf? Wahnsinn! Irre Leistung, Betty! Ich schlage vor, Gaston zeigt uns ein paar Tricks. Gute Idee, Ben. Wir sehen zu und ruhen uns aus. Keine Sorge, ich weiß schon, was zu tun ist. Ich wusste, dass Nanny Plum einen Zauber dafür kennt. Nein, so machen wir es nicht. Dann willst du wohl eine neue Teekanne kaufen? Nein, wir machen etwas viel Einfacheres. Was? Wir sagen's der Königin. Verzeihung, Eure Majestät. Was ist Nanny Plum? Unglücklicherweise hat es bei uns einen kleinen Unfall gegeben. Ein Unfall? Was ist passiert? Ich bin so untröstlich. Jedoch, eure neue Teekanne ist zerbrochen. Und ich habe noch ausdrücklich befohlen, dass niemand sie anfassen soll. Ja. Nanny Plum, mein Verbot, das Teegeschirr abzustauben, war doch wohl eindeutig. Ja, Eure Majestät. Ich hätte nicht übel Lust, dass eine Nacktschnecke aus Ihnen wird. Das ist etwas hart, findest du nicht auch? Könnte ich nicht wenigstens eine Schnecke mit Haus werden, geht das? Nein. Mami, ich bin's gewesen. Ich war das und ich war schon den ganzen Tag so traurig. Nun wirst du ja wahrscheinlich gleich mich in eine Nacktschnecke verwandeln statt Nanny. Oh. Oh nein, meine arme Kleine. Nicht mehr traurig sein. Es geht doch nur um ein bisschen Porzellan. Aber Mami, du wolltest Nanny deswegen in eine Schnecke verwandeln, nicht? Oh, das war nicht ernst gemeint. Oh? Entschuldige, ich wollte dich nicht traurig machen, Mami. Ach, Holly, ich bin nur traurig, dass du Angst davor hattest, es mir zu sagen. Wir dachten, dass wir sie reparieren könnten. Sie sieht zwar nicht ganz so aus wie vorher, aber die Kinder haben sich wahnsinnig angestrengt. Oh, die ist wundervoll. Fast noch ein wenig schöner als vorher. Soll ich sie abstauben, Eure Majestät? Nein, sie ist ein absolutes Einzelstück und äußerst zerbrechlich. Niemand soll sie anfassen. Versprecht es. Wir versprechen. Oh, seht nur, eine hübsche Brücke. Ich konstatiere, dass Sie zweifellos hart gearbeitet haben. Ja, königliche Hoheit. Und wann werden Sie uns leider wieder verlassen? Oh, wisst ihr, ich glaube, das ist niemals nötig, Eure Hoheit. Was? Ich könnte mich hier niederlassen für immer. Was? Wird dann aus meinem Golf? Oh, ich laufe euch nicht in den Weg. Sie sind mir schon im Weg. Oh, euer Schaum und Gurken. Ich kann nicht Golf spielen bei den vielen Hindernissen. Ich weiß was. Dann spielen wir Minigolf. Ja, Minigolf. Diese Art Golf ist natürlich viel besser als die andere. Ja. Daddy, kannst du uns nicht beibringen, wie man richtig Minigolf spielt? Das macht Spaß. Na schön. Was soll ich tun? Erst schlag den Ball durch die kleine Windmühle. Und in das Loch.
Das macht wirklich Spaß. Spielen wir was anderes? Ja, spielen wir Verstecken. In Ordnung, dann spielen wir jetzt Verstecken. Yippie, ich liebe Verstecken sehr. Aber ohne zu fliegen, klar? Logisch, ohne zu fliegen. 1, 2, 3. Nicht gucken. Schon klar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich komme. Fertig oder nicht? Ben hat sich ganz gut versteckt. Da ist er nicht. Und da ist er auch nicht. Ben, gib mir einen Hinweis. Bitte. Es ist ganz kalt. Es wird noch kälter. Oh. Wärmer. Heiß. Heißer und heißer. Gefunden. Oh, da ist noch gar keiner. Eiskalt. Das ist zu langweilig. Da weiß ich mit meiner Zeit was Besseres anzufangen. Hier bin ich. Gefunden. Das war ein gutes Versteck. Nicht, Holly? Es war nicht schlecht, würde ich mal sagen. Elfen verstecken sich immer gut. Und ich bin ein Elf. So, voll aufgezogen. Starten wir also zur Küste. Noch nicht. Wir warten natürlich noch auf Prinzessin Holly. Wo bleibt sie denn? Es ist schon 9 Uhr durch. Dum di dum di dum di dum di dum dum. Wo ist Holly? Ganz ruhig, Mr. Elf. Wir haben Ferien. Doch Prinzessin Holly verspätet sich. Feen sind immer unpünktlich, Daddy. Dum di dum. Hallo, Ben. Oh, hallo, Holly. Ich bin doch nicht zu früh da, oder? Nein, Prinzessin Holly. Absolut pünktlich. Jetzt sind wir ja alle da. Dann los. Wir sind, wenn wir Glück haben, mittags dort. Also, wenn Sie schneller an der Küste sein wollen, dann zaubere ich uns in 0,0 hin. Ich würde es lieber sehen, wenn ihr heute auf jede Zauberei verzichtet. Oh, Verzeihung, Mr. Elf. Wisst ihr, Holly, ihr kommt mit zu einem Elfenausflug. Elfen zaubern nie im Leben. Und wir sind Elfen. Hopp, einsteigen. Küste, wir kommen. Hier der Ablaufplan. 1 Uhr, Mittagessen. 2 Uhr, spielen im Sand. 3, aufräumen. 4, verlassen der Küste und Ankunft zu Hause. 4.30 Uhr präzise. Daddy, es sind doch Ferien. Oh, stimmt ja. Anscheinend habe ich mich noch nicht daran gewöhnt, Ferien zu haben. Du arbeitest zu hart, Mr. Elf. Versuch heute etwas zu entspannen. Ach, ich tue mein Bestes, Mrs. Elf. Wir sind da, die See. Yippie, das Meer. Und Sand. Ich liebe die See sehr. Hallo, Holly. Kommst du mit Fußball spielen? Ich würde ja gern mit dir spielen, Ben. Aber ich kann leider nicht. Wir wollen heute König und Königin Marigold besuchen. Die sind ein bisschen hochnäsig. Ich bin froh, nicht dabei zu sein. Ich wäre auch froh, wenn ich nicht mitfahren müsste. Frag mal deine Mutter. Vielleicht darfst du ja hierbleiben und mit mir spielen. Mami, darf ich vielleicht heute mit Ben spielen? Was für eine gute Idee. Hurra! Ben kann auch mitkommen. Oh. Das geht doch sicher in Ordnung, oder, Mr. Elf? Oh ja, fahr nur und amüsier dich gut, Ben. Wir sehen uns nachher. Mach's gut. Oh, du willst uns auch Gesellschaft leisten. Na schön. Zauberauto, fahr los. Das ist klasse! Ein Zauberauto! Ja, es braucht nichts als Feenstaub. Das ist sein ganzer Treibstoff.
Toll! Ich erwarte von allen, dass sie sich heute vorbildlich benehmen. Ja, Königin Aurike. König und Königin Marigolds Heim wird voll von Kostbarkeiten sein, da bin ich sicher. Grauenvoll, aber kostbar, ja, ja. Ihr dürft dort also nichts anfassen. König und Königin Marigold zu besuchen klingt nach sehr harter Arbeit. Ja, es wird bestimmt höchst anstrengend. Viel Spaß! Ich wünsche mir, dass die Muffins nicht so lange backen müssen. Ich auch. Ich glaube, wir sollten inzwischen wenigstens versuchen, ein Spiel zu spielen. Na schön. Wie wär's mit Fang? Das finde ich toll. Einverstanden. Aber du spielst ohne Schummeln, klar? Nicht zaubern. In Ordnung. Du bist... Na los, fang mich! Du fängst mich nicht! Du rennst viel zu schnell! Das kann ich nicht ändern! Elfen sind gut im schnellen Rennen! Und ich bin ein Elf! Das ist unfair! Feen können nicht so schnell laufen wie Elfen! Na schön, dann hopf ich auf einem Bein! Du fängst mich nicht! Das ist immer noch zu schnell! Alles klar, dann stehe ich jetzt still! Gefangen! Ich bin dran. Du fängst mich nicht. Warte, gleich habe ich dich. Nein, hast du nicht. Du kriegst mich nicht. Das ist Betrug. Wir haben gesagt, keine Zauberei. Das ist doch keine Zauberei. Ich benutze nur meine Feenflügel. Das ist unfair. Elfen haben keine Flügel. Und nie werde ich dich fangen. Na schön, ich benutze meine Flügel nicht länger. Ich hab dich. waren Sie ein richtig böser und gefährlicher Pirat? Wisst ihr? Nein. Es ist leider schrecklich schwer, ein richtiger Pirat zu sein, wenn man so klein ist wie ein Elf. Alle anderen Schiffe sind so groß. Oh. Du hast also gar nichts gemacht, was man von Piraten eigentlich so kennt? Natürlich hab ich das. Was wäre ein Pirat, der etwas auf sich hält, denn wohl ohne einen Schatz? Oh! Und hier ist meine Schatzkarte, kapiert? Wow! Also, irgendwo auf diesem Plan befindet sich das Versteck des Schatzes. Die Karte zeigt das kleine Königreich. Das Kreuz ist nur der Startpunkt, ihr Leichtmatrosen. Das wird eine schwere Suche mit vielen Hindernissen. Es ist gar nicht nötig, eine schwere Suche zu veranstalten mit großem Aufheben. Ich zaubere einfach schnell ein paar Schätze her. Abrakasai, Schatz herbei. Nein, das ist geschummelt. Ja, das ist schon wahr, Nanny Plum. Es ist auch durchaus nicht spannend. Na schön. Ich wollte ja bloß ein bisschen Zeit sparen. Das Kreuz ist ja auf unserer Wiese. Kann es sein, dass der Schatz da liegt? Das finden wir nur auf einem Weg raus. Auf zur Wiese! Halt, wir brauchen da vielleicht einen Spaten. Piratenschätze sind oft in der Erde vergraben, tief unten. Das sind Fleur und Romy. Hallo allerseits. Hallo, meine Schätzchen. Ich bin Rotbart, der Elfenpirat. Und das ist meine Freundin Polly. Setzt die Segel! Wir wollen einen versteckten Schatz finden. Wow! Aha, da ist ein Rätsel auf der Rückseite des Plans. Was sagt es denn? Rosen sind lang und der Himmel ist groß. Mische die beiden und dann grabe dort los. Was ist das? Etwas zu essen. Für uns alle. Sag bloß, dass du tatsächlich zu unserem Picknick etwas zu essen mitgebracht hast. Natürlich. Das ist vermutlich eine bei Elfen durchaus übliche Maßnahme, Eurer Majestät. Ha, wie äußerst charmant. Ich habe so viel mitgebracht, dass es für alle reicht. Danke, Ben.
Aber Feen essen keine Elfenspeisen. Wir haben doch unser eigenes, spezielles Feenessen. Hier ist es. Oh, aber der Korb ist ja vollkommen leer. Sieht ganz so aus, als hättet ihr es vergessen. Unsinn, Ben. Er ist überhaupt nicht leer. Das ist ein magischer Picknickkorb, verstehst du? Er kann uns alles geben, was wir uns wünschen. Fangen wir mit den Getränken an. Mir ist nach einem schäumenden Feensekt. Magischer Picknickkorb ururalt, schenk uns den Feensekt perlend und kalt. Oh! Ja, junger Elf, das ist durchaus eindrucksvoll. Ben, magst du vielleicht jetzt die Getränke für die Kinder aussuchen? Du kannst dir alles wünschen, was du gern hättest. Was, alles? Ich kann mir alles wünschen, was ich will? Ehrlich? Ja, was du willst, los. Na dann... Limonade, bitte. Ist das nicht etwas zu fade und zu alltäglich? Elfen lieben Limonade. Und ich bin ein Elf. Ach, Ben, du kannst wirklich absolut alles haben, was du willst, auf der großen, weiten Welt. Wenn das so ist, Limonade und obendrauf eine Kugel Eiscreme. Bist du sicher, dass du nicht etwas Exotischeres möchtest? Gut, dann Limonade mit 2 Kugeln Eiscreme drauf. Sehr gute Wahl, Ben. Magischer Picknickkorb, bitte schnell. Schaff Limonade mit 2 Kugeln Eiscreme zerstellt. Hurra! Einfach ein. Abracadabra, Abracadau, zaubere den Ball und mach ihn blau. Abracasot, rot. Er ist noch etwas klein. Ich könnte ihn etwas größer machen. Ich finde ihn gut. Komm, wir wollen endlich spielen. Für dich, Ben. Für dich, Gaston. Für dich, Ben. Oh, Verzeihung. Oh, Holly, hast du den Ball in das hier verzaubert? Nein, das ist nicht unser Ball. Pass auf. Und was kann das hier sein? Es sieht aus wie ein Ei. Aber woher kann das Ei kommen? Bäume sehe ich ja nicht. Dann ist es wohl geflogen. Eier können nicht fliegen, Holly. Wenn es Zaubereier sind, dann schon. Oh, das klingt verworren. Rosen sind lang. Und der Himmel ist groß. Aber wie soll man sie mischen? Das kann man nicht. Es ist verrückt. Nicht verrückt, sondern ein Rätsel, mein Liebchen. Man muss es einfach nur entschlüsseln. Die Rosen sind rot und der Himmel ist blau. Misch die beiden zusammen und du hast violett. Er muss also unter der violetten Blume vergraben sein. Aha, sehr klug. Fantastisch. Komm mit, Ben. Lass uns den Schatz gleich ausgraben. Ja. Elfen sind sehr gut im Graben. Und wir sind Elfen. Grab los, grab, grab los. Grab, 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 grab. Grab los, grab, grab los. Grab, grab. Oh, was ist das? Wieder eine Karte. Sehr richtig. Der Schatz lässt sich natürlich nicht nur durch einen Hinweis finden. Wieso nicht? Das würde doch keinen Spaß machen, meine kleine Meerjungfrau. Doch. Das Kreuz ist diesmal an Gastons Höhle.
Los, gehen wir dorthin. Hallo, Gaston. Wir sind zu dir gekommen, weil wir einen Hinweis haben, dass sich ein Piratenschatz in deiner Höhle befindet. Ah, hier habe ich selbst mal gelebt, aber das ist schon einige Monde her. Vermutlich warst du da noch gar nicht geboren, Gaston. Gefällt mir, was du draus gemacht hast, Gaston. Mr. Rotbart, wie lautet denn das neue Rätsel? Ach ja, das Rätsel. Ich bin leicht gepunktet. Und wohin ich mich leg, liegt auch ein Hinweis. Er zeigt dir den Weg. Gute Nacht, Betty. Daddy hat uns gesagt, wir sollen Betty füttern. Aber jetzt ist sie so dick, da wird sie niemals fliegen. Daddy muss sich geirrt haben. Holly, Daddy irrt sich niemals. Er ist der König und er ist folglich, weise. Und trotzdem, wie soll sie fliegen? Warte einfach ab. Gute Nacht, Holly. Gute Nacht, Mami. Aber wie soll die dicke Raupe denn fliegen? Tja, das würde sie nur nicht, wäre sie weiterhin eine Raupe. Das verstehe ich nicht. Das wirst du morgen. Gute Nacht, Ben. Gute Nacht, Daddy. Aufstehzeit! Ben, Ben! Holly! Hallo, Ben! Hallo, Holly! Oh, wo ist Betty? Keine Ahnung. Sieh dir aber mal das da an. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Gestern war es jedenfalls noch nicht da. Grüßt euch. Hallo, Violet. Hallo, Romy. Was ist das? Wissen wir auch nicht. Das ist ein Kokon. Die Raupen machen sowas. Und ist Betty Raupe da drin? Ja, wenn sie aber rauskommt, dann wird sie keine Raupe mehr sein, weißt du? Und was ist sie dann? Vielleicht ein Frosch. Ah, Romy, ist das nicht ein reizender Morgen? Ja, Naniplam. Hallo, Holly. Hallo, Romy. Du kommst wohl, um dich unseren Zauberübungen anzuschließen? Nein. Ich wollte nur fragen, ob Holly vielleicht mit mir spielt. Du kannst dich aber gern an den Übungen mit dem Zauberstab beteiligen. Gern, bloß ich weiß gar nicht, wo mein Zauberstab ist. Du hältst ihn doch in der Hand. Oh ja, na sowas. Kommt schon, ihr wisst ja, wie viel Spaß die Übungen mit dem Zauberstab machen. So, nun könnt ihr üben, wie man Steine mit Zauberei hebt. Rauf und runter, rauf und runter. Rauf und runter, rauf und runter. Sehr, sehr gut. Macht schön weiter. Rauf und runter, rauf und runter. Hallo Holly, hallo Romy. Macht ihr mit? Wir spielen Fußball. Wir können nicht. Wir sind verdonnert worden, mit dem Zauberstab zu üben. Rauf und runter, rauf und runter. Solltet ihr die Zauberstäbe nicht ganz vorsichtig bewegen? Das geht schon klar. Sie sind sehr stabil. Siehst du? Ihr wollt doch nicht, dass sie zu Bruch gehen. Nun rede keinen Unsinn. Zauberstäbe zerbrechen nie. Zeig's ihm, Holly. Schlag deinen Zauberstab gegen diesen Stein. Okay. Oh je. Holly, Romy. Na, wie läuft es mit euren Übungen? So richtig gut läuft es nicht. Hollys Zauberstab ist zerbrochen. Wie konnte das passieren? Eigentlich habe ich ihn ganz vorsichtig bewegt, nur dann ist er... Sie schlug damit gegen den Stein. Das war reichlich ungeschickt. Tut mir leid, Nanny. Keine Sorge, den kriegen wir schnell repariert. Hurra! Also wirst du ihn sicher mit Zauberei reparieren, Nanny. Oh nein, ich kann das leider nicht. Seht nur, da ist ein Sprung. Auweia, du hast es zerbrochen, wie es aussieht. Nein,
Das Ei erledigt das ganz von allein. Hey, da schlüpft was. Oh, ein Vogeljunges. Gut, jetzt wird die Mama ihr Junges zwitschern hören, kommen und es mitnehmen. Und ich kann wieder an meine Arbeit gehen. Seht mal, das Junge läuft Nanny Plum hinterher. Normalerweise ist das Erste, was so ein Junges sieht, seine Mami. Und das Erste, was dieses Küken gesehen hat, war Nanny Plum. Also denkt es, die Nanny ist seine Mami. Ich bin keine Vogelmama. Das Kleine ist hungrig. Die Vogelmama muss ihm Futter geben. Ich habe aber kein Vogelfutter. Was essen die Vögel denn? Würmer und Insekten. Oh, Gaston ist ein Insekt. Gaston, es wäre besser, du würdest ein bisschen Abstand halten. Vielleicht finden wir ja ein paar Würmer. Wie denn? Indem wir sie hervorlocken. Und zwar so. Die Würmer denken dann, dass es regnet und kommen an die Oberfläche. Da, ein Wurm! Er ist wieder weg. Dann müssen wir es weiter versuchen. Nicht nachlassen. Da ist wieder einer. Ich gebe auf. Sie sind zu schwer zu fangen. Schwing dich auf, Gaston. Schwing dich auf. Schwing dich auf. Nicht bewegen, Nanny Plum. Ich werfe jetzt dieses Lasso um ihren Körper. Sie ist zu schwer. Gaston, gib noch mal alles. Du stinkst aber furchtbar. Na ja, glücklicherweise hat das alles niemand beobachtet. Meine Güte, sind Sie das, Nanny Plum? Ja, Königin Orikel. Ich bringe den Kindern gerade ein paar Feenregeln bei. Exzellent. Und um welche Feenregeln handelt es sich? Regel 1. Feen müssen immer süß aussehen. Reizende Frisur, ordentliche Kleidung, die Haut wundervoll rein. Ja. Und ich demonstriere den Kindern, was sie nicht tun sollen. Regel 2. Feen dürfen nie und nimmer ohne ihren Zauberstab sein. Ja, Romy. Die ganzen Details würden König Orikel langweilen. Ja, in der Tat. Wie mir scheint, haben Sie alles unter Kontrolle, Nanny Plum. Bitte fahren Sie fort. Danke, Eure Hoheit. Ist das dir aufgefallen? Nanny Plum hat ein bisschen gemüffelt. Ich dachte, das wäre der Marienkäfer. Nun, wo war ich? Sie haben laut geschrien. Der letzte Ton, das war ihr Landelaut im Matsch. Danke schön, Romy. Damit wollen wir den heutigen Unterricht beschließen. Das war ein brillanter Unterricht. Ganz besonders die praktischen Demonstrationen. Ich freue mich, dass es dir gefallen hat. Und danke für meine Rettung, Ben. Ach, ist das schön, dich endlich wieder zu haben. Oh, was für ein wundervoller Morgen, um mit dem Zauberstab zu üben. Wirklich, Nanny Plum? Ich wollte doch jetzt mit Ben spielen. Prinzessin Holly, es gibt Zeiten, um mit Elfen zu spielen und Zeiten, um mit dem Zauberstab zu üben. Bitte, Nanny. Ich verspreche auch, dass ich später viel übe. Einverstanden. Aber du kommst her, wenn Danke, ich... Nanny. Bis dann. Gut, dann mache ich eben doch gleich ein paar Übungen mit dem Zauberstab, während ich warte. Zauberstab, was zaubern wir uns heute? Ja, wir zaubern uns einen hübschen Hut. Abrakasut,
einen hübschen Hut. Oh, der sieht ja nicht gerade hübsch aus. Und er ist zu groß für mich. Verschwinde, doofer Hut.